Hallo und willkommen zu einem neuen Blogvideo von Planet Software. Seit SOLIDWORKS 2017 haben Sie ja einfach die Möglichkeit, Scandaten per STL oder anderen Netzdaten zu übernehmen, auch ohne aktivierte ScanDoS 3D-Anwendung. Das wird durch den sogenannten Wasserfalleffekt ermöglicht, der Ihnen immer wieder neue Funktionen aus den darüberliegenden Produktgruppen wie Professional oder Premium zu nutzen. Und hier sieht man einen schönen Vergleich auf der linken Seite ohne ScanDoS 3D und rechts, was wir jetzt weiter bearbeiten, mit ScanDoS 3D-Oberfläche. Hier können wir natürlich auf viel mehr Möglichkeiten zugreifen. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, diese Netze zu vergleichen oder auch auszurichten. Man sieht das hier sehr schön, dass die Ebenen alle sehr unsortiert liegen. Und der Netzvorbereitungsassistent ermöglicht es uns, eine automatische Ausrichtung vorzunehmen, die man nachher sogar noch adjustieren kann. Schauen wir kurz von der linken Seite drauf, da sieht man es noch leicht verdreht herinnen. Das heißt, ich kann hier über den Doppelklick einmal einen Ursprungsreferenz festlegen, dann wird die Ebene hineingelegt und über Parameter auf der linken Seite lassen sich dann diese Ebenen zum Beispiel um minus 4 Grad noch richtig hindrehen. Das war aber nur der erste Schritt dieses Assistenten. Der zweite Schritt, der kümmert sich dann ums Rauschen, also wenn beim Scannen eventuell Artefakte von anderen Objekten auftauchen, kann man die eliminieren. Und ich kann auch mit dem nächsten Schritt, mit dem dritten Schritt, Elemente komplett eliminieren. Zum Beispiel die komplette linke Seite, nachdem es sich hier um eine symmetrische Motorhaube eines Spielzeugautos handelt. Der vierte Schritt gibt uns die Möglichkeit, die Netzdaten zu minimieren. Und zwar, ich kann die Netzpunkte hier einfach reduzieren. Wir haben ja knapp 9000 Punkte. Ich könnte das hier ganz grob minimieren auf lediglich 570 Punkte, was wenig Sinn macht. Kann ja auch noch etwas weiter zurückgehen. Aber in der Regel möchte man eigentlich hier die Netze möglichst in der höchsten Qualitätsstufe weitergeben. Aus dem Grund bin ich eher hier ein Freund, dass man die Vereinfachung komplett zurückdreht, also auf 0. Dadurch habe ich im Prinzip keine Minimierung. Und der nächste Schritt gibt mir etwas mehr Möglichkeiten. Der glättet nämlich das komplette Netz. Man sieht es am besten, wenn man von oben drauf schaut auf das Teil. Jetzt ist es quasi noch etwas geglättet. Das ist jetzt die unkomprimierte Version. Wenn ich ganz nach rechts fahre, sieht man wirklich schön, wie das Netz hier sich ausrichtet. Und dasselbe kann ich auch mit dem Rand machen. Der gelbe Rahmen ist im Prinzip jetzt auch noch durch den Schnitt schlechter geworden. Und über die Begrenzungsglätte bekommt man hier sehr saubere Konturen. Links hinten sieht man auch einen kleinen Spitz. Der ist entstanden durch das Glätten, aber auch durch das Scannen. Das heißt, ich kann hier nochmal ein paar Schritte zurückgehen und mit dem Pinsel hier versuchen, diese Bereiche zu eliminieren. Etwas schneller ist es allerdings, wenn ich die Lasso-Auswahl nehme. Damit kann ich wirklich schön sauber diesen Bereich markieren, eliminieren und das Ganze auch noch hier mit ein paar Restbeständen machen. Man muss hier aufpassen, in dem Fall dürfte ich jetzt nicht mehr ganz sauber diese Ecke erwischt haben. Ich lasse es trotzdem mal, um Ihnen den Fehler hier zu zeigen, der hier passieren kann. Wenn ich hier nämlich jetzt auf Weiter klicke, nochmal die Glätte nach oben schraube und die Begrenzungsglätte nochmal aktiviere und jetzt bestätige, indem ich einfach auf Weiter klicke, bin ich eigentlich jetzt schon im letzten Schritt und das ist die Lückenschließung. Also SOLIDWORKS findet kleine Lücken und kann diese automatisch sehr schnell ausbessern. Man sieht, dass diese Rechenoperation nicht wirklich lange benötigt. Mit einem Klick auf Weiter ist es auch schon getan. Wenn ich das beende, sehe ich jetzt hier die Auswirkungen meines letzten Entfernen meiner Reste. Also man hat hier noch ein fehlerhaftes Flächennetz. Daher gehe ich nochmal in den Netzvorbereitungsassistent und werde hier nochmal mit dem Pinsel diese vorher schon grob getrimmten Bereiche nochmal gröber ausschneiden. Also hier werde ich noch einmal mit der Lasso-Auswahl am besten die Kontur abfahren. Kurz die Orientierung hier suchen und hier auf der rechten Seite, man sieht es vielleicht leicht durch die Schattierung, man kann hier vielleicht auch die Umgebungslichtokklusion aktivieren, um da noch bessere Ergebnisse zu bekommen, aber das sollte jetzt schon reichen. Diese Zacken überlasse ich wieder der Begrenzungsglätte, klick auf Weiter und Lücken gibt es natürlich jetzt keine, jetzt kann ich einfach auf Bestätigen gehen und jetzt sieht man auch, dass der Fehler weg ist. Der nächste Schritt wäre jetzt, dass wir von diesem Netz wirklich in einen Oberflächenkörper gehen. Das kann ich hier mit der automatischen Erstellung am einfachsten tun.
Damit werden einfach die Netzflächen in Oberflächen konvertiert. Wichtig ist hierfür, dass man ein Verständnis hat für diese Feature-Linien. Die zeigen nämlich an, wie dieses Scan-Netz in Oberflächen unterteilt wird. Und man sieht das speziell bei so Ecken, die zusammenkommen, wo der Scanner ungenau gearbeitet hat, dass es hier Probleme gibt, diese Flächen auch sauber zu erstellen. Bitte werfen Sie daher besonders einen Blick auf solche Artefakte, weil hier haben Sie noch einmal die Chance zu erkennen, wo Problemstellen auftreten können. Und ich kann hier noch einmal beenden und noch einmal den Assistenten von vorhin starten, um dann solche Zacken, die durch dieses rote Gitter angezeigt worden sind, komplett herauszulöschen. Also auch da großflächig mit dem Pinsel mal diese Ecke entschärfen, löschen und nochmal mit der Lasso-Auswahl diese Elemente hier entfernen. Damit sind Sie auf der sicheren Seite, dass Sie quasi schon bevor Sie Flächen in Oberflächenkörper konvertieren, auch hier keine Probleme bekommen. Auch hier wieder auf automatische Erstellung, gehen wir wieder hinein und werfen jetzt einen genauen Blick auf die Feature-Linien. Wir sehen hier orangene Linien, die werden von SolidWorks automatisch gemacht. Die werden jetzt nur der Übersicht halber mal entfernt, weil ich möchte Ihnen eigentlich bei so einer interessanten Fläche gerne selbst diese Linien zeigen. Und man sieht auch, dass hinten links noch ein roter Bereich ist. Und diese schwarzen Linien, die ich hier grün einrahme, das sind quasi die Flächen, die SolidWorks dann nachher im Hintergrund für seine Flächengenerierung oder Ableitung umwandelt. Man sieht, da hinten wird ein sehr großes Netz angewandt, was dann wiederum zu einem fehlerhaften Oberflächenkörper führen wird. Aus dem Grund schadet es nicht, bei solchen Komponenten eigene Linien, Feature-Linien hinzuzufügen, die ungefähr die Form widerspiegeln dieses Teils. Also ich mache hier ein paar in Y-Achse verlaufende Feature-Linien zur Orientierung und sobald ich dann auf Vorschau aktualisieren klicke, auf der linken Seite wird dann nachher auch dieses Netz an diesen Linien orientiert. Davor passiert dann noch nichts. Ja, man sieht, dass das schon Auswirkungen hat. Also hinten beim Spitz wurde das schon verbessert. Vorne wird jetzt durch die vergrößerte Flächenanzahl wiederum ein Problem festgestellt. Das liegt einfach an den engen Kanten und Krümmungen. Also man sollte sich da hier einfach das Netz etwas detaillierter machen oder kleiner machen, bis man quasi diese Problembereiche komplett heraus hat. Also auch hier nochmal eine vertikale Linie. Damit grenzt man das schon sehr ein und man sieht auch sehr schön, wie SolidWorks das Netz anordnen würde. Also man kann sich schon ungefähr ausmachen, was SolidWorks hier für Oberflächen verwenden soll. Ich denke, ich brauche jetzt noch eine einzige Linie, damit hier der Flächensatz sauber erstellt werden kann. Damit ist jetzt diese rote Darstellung eliminiert. Auch hinten schaut es sauber aus und das Einzige, was man natürlich für die Optik immer machen kann, ich kann auch querende Feature-Linien hinzufügen. Also ich kann hier von der linken Seite ausgehend auch nochmal eine Linie zur gelben Linie erstellen. Ist eigentlich ein persönlicher Geschmack, ist eigentlich nicht unbedingt notwendig, wenn man schon alle Fehler vorher bereinigen konnte. Das ist eigentlich der wichtigste Schritt. Danach, wenn ich hier keine roten Markierungen habe, wird das ganze Netz in einen Oberflächenkörper umgewandelt. Rote Flächen würden dann entfernt werden. Haben wir hier jetzt nicht bei diesem Beispiel. Oberflächenkörper muss man einmal kurz aus- und einblenden, dass der reinitialisiert wird. Und die nächste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie kriege ich jetzt von diesem Körper einen Volumenkörper? Solche kleinen Ecken und Radien führen dann oft bei Wandungsoperationen oder Aufdicken-Operationen zu Problemen. Darum taste ich mich hier mal langsam heran. Und zwar, ich werde hier zunächst eine Skizze mit der Außenkontur erstellen und zunächst einmal eine lineare Austragung bis zur Oberfläche hinzufügen. Also ich sage hier offenen Kurvenzug auswählen, konvertiere diese Elemente mal in eine 2D-Skizze und auf OK. Blende kurz der Übersicht halber den Oberflächenkörper aus. Und mit der zweiten Skizze werde ich jetzt einen kleinen Fehler vermeiden, und zwar mit einem Offset von ein paar Hundertstel oder Zehntel Millimeter, je nach Größe, kann ich quasi diese scharfen Krümmungen an Ecken noch etwas abschwächen. Das ist jetzt um einen Zehntel Millimeter hineingerutscht und diese Skizze
trage ich jetzt bis zu unserem gescannten Oberflächenkörper aus. Damit sind wir zwar nicht mehr exakt auf der Außenkante, aber es ist jetzt auch für die Reproduktion dieses Teils nicht erforderlich. Ich gehe hier nur einen leichten Offset an und sage bis Oberfläche austragen meines Scankörpers. Kann den Offset hier sogar 5 mm reduzieren. Und damit habe ich schon mal einen Volumenkörper geschaffen und da hören schon viele Anwender auf, denen ist das genug. Sie wollen quasi diesen Volumenkörper weiterverwenden, einbauen. Man kann natürlich jetzt noch einen Schritt weiter gehen und kann das Ganze weiter bearbeiten mit einer Wandung oder alternative Schritte hier noch fortsetzen. Man darf nicht vergessen, dass hier eben sehr scharfe Kanten und Krümmungen drinnen sind. Es zahlt sich hier aus mit dem Prüfenwerkzeug unter Evaluieren, die Mindestradien von Krümmungen anzeigen zu lassen. Damit werden hier zum Beispiel zwei Flächen angezeigt mit einem Krümmungsradius von 0,01 mm, in diesem Fall hier hinten, sehr eng. Und eine zweite Fläche taucht hier auf der linken Seite noch in dem Fenster auf. Mit noch einem engeren Radius, der ist genau an der kritischen Stelle, wo wir vorher schon Elemente entschärft haben. Und gerade wenn man dann hier Wanddicken aufdickt oder eben auch eine Wandung macht, dann führt das hier nochmal zu Problemen. Das heißt, seien Sie mit diesem Prüfenbefehl hier immer bestens vorbereitet, dass Sie auch wissen, wo Sie eventuell das Netz noch im Voraus bearbeiten könnten. In meinem Fall mit 1 mm Wandung klappt es nicht. Bekomme natürlich einen Hinweis, aber was viel interessanter ist, er zeigt mir, wenn es nicht klappt, mit einer gelben Schattierung die fehlerhaften Bereiche an und daraus sieht man dann schon schön, wo sich denn quasi im Netz hier so enge Radien befinden. Also hier vorne sehr schön zu sehen und auch hier hinten. Das lässt sich eigentlich nur über die Glätte oder auch über die Feature-Linien eliminieren. In meinem Fall gehe ich auf einen Radius jetzt von oder auf einer Dicke von 0,5 mm, damit kann er diesen Körper ohne Probleme auswandern. Hier aktiviere ich jetzt nochmal für Sie die Umgebungslichtokklusion, da sieht man besser den Flächenverlauf auf der Innenseite, aber auch die Oberseite lässt sich dann so mit Schattierungen einfach besser erkennen und beurteilen. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Sie haben einen kurzen Überblick bekommen, wie Sie von Netzdaten in Oberflächenkörper oder Volumenkörper kommen. Danke fürs Zuschauen.